Hallo ihr Lügner, willkommen zurück bei einer neuen Episode von Lies of P. Hier wird wieder gelogen, dass sich die Balken biegen. Meine Fresse. Muss das denn sein? Ja, muss. Weil ich habe richtig Bock auf dieses Spiel. Also, hoffe ich mal, ihr habt auch Bock auf dieses Let's Play, dass das jetzt hier weitergeht. So, ich bin das letzte Mal durch diesen komischen Tümpel gelaufen. Ihr erinnert euch wahrscheinlich noch grob daran. Und jetzt machen wir uns wieder auf den Weg dahin zurück in die Abwasserkanäle, beziehungsweise zur Fabrik. Ich habe soweit alles ausgegeben an Ergo, was ich habe. Und jetzt teleportieren wir uns wieder zurück zum Wenigni-Werke-Kontrollraum. Da ist ja der gute Mann, mit dem müssen wir noch quatschen. Und dann talken wir mal mit ihm. Beziehungsweise, wir haben ja schon mit ihm gesprochen. Er hat ja gesagt, wir sollen seinen Butler finden. Aber keine Ahnung, wo der sein soll. Aber finden wir raus. Der wird ja irgendwo sein. Oder vielleicht auch nicht. Wer weiß. Vielleicht liegt er auch irgendwo verkrüppelt in der Ecke und tut seinen letzten Atemzug. Ich weiß es nicht. Ich würde aber ihn gerne mal fragen, ob er vielleicht noch mal ein paar Informationen von uns hat. Before all this, this chaos, Fuoco was the puppet in charge of the furnace. But he changed. He was a stand-up fellow once. Now, not so much. I'm told he's still building an army of puppets and marching them on the cathedral. How did this nightmare come to be? Please, you must stop him before he does any more harm. Yeah, I'll try. Na schön. Dann lass uns jetzt mal gucken, wo wir den guten Mann denn finden. Können wir hier auch rüber? Guck mal, da liegt sogar was. Da auch. Hier in dem Raum war ich halt noch gar nicht, ne? Also, was heißt gar nicht, aber ich habe mich noch nicht umgesehen hier. Ich glaube, da sollte ich nicht runterfallen. Das ist eine schlechte Idee. Oh, shit! No! Das war ziemlich frech. Was ist das denn? Das ist so gemein. Das war ein richtiger Dick-Move, nennt sich das. Ich konnte gar nicht so schnell reagieren, wie der geworfen hat. Richtig dreckig. Ich wollte nur das Item haben. Und ich habe gerade noch so gesagt, am besten nicht in diesen Tümpel reinfallen. Was ist? Der Gegner schmeißt mich mit irgendeinem Blödsinn ab. Ich fall runter. Rechts. Lass ich dem erstmal so ein bisschen aus dem Weg gehen. Au. So, deswegen nehmen wir erstmal mit, was hier so liegt. Ja, der da unten nervt mich. Da ist wieder so einer, so ein Schmeißer. Ich will doch nur hier durch. Shit. Na! Ja. Was hab ich denn da gefunden? Kann mich da einer angreifen? Nee. Descartes Notiz. 189XXXX. Die Puppe kann sich dem großen Bund, der bei der Herstellung eingeprägt wurde, nicht widersetzen. Sie muss den Befehlen ihres Schöpfers gehorchen und darf Menschen nicht schaden. Aber schau sich einer die Puppe an, die einmal Boku hieß. Ist der große Bund fehlerhaft? Die einst treue Puppe tötet jetzt Menschen. Der schafft Puppen anstelle von Feuer. Sie gehorcht etwas anderem als den Menschen. Es ist, als kontrolliere sie jemand oder als hätte sie einen eigenen Willen. Als gäbe es irgendwo einen Puppenkönig. Tut sie nur so, als wäre sie ein Mensch? Handelt es sich dabei um einen einfachen Fehler? Das erfordert weitere Nachforschungen. 18xxxxxxx. Erstaunlich. Bukos Handeln beruhte nicht auf einfachem Gehorsam, sondern auf Glauben. Boku betete etwas,
als Gott an. Ich habe gehört, dass der Puppenkönig in der Rosa-Isabel-Straße ist. Das muss der sein, der die Puppen von Krat kontrolliert. Aber eine Puppe mit dem Ergo eines Menschen, das ist ein völlig anderes dimensioniertes Problem. Es gibt immer noch ein Puppengeheimnis, das ich nicht kenne. Der Schlüssel ist wahrscheinlich Ergo. Aber diese Typen erwachen von Tag zu Tag schneller als Menschen. Jemand muss sie zum Wohle der Menschheit aufhalten, bevor es zu spät ist. I will try. Warte mich schon wieder. Ja. Oh Gott. Au. Ja. Nein, nein, nein. Stirb. Natürlich. Ja. Yeah. Oh Gott. ihr Dreckschweine hier. Warte mal kurz. Hatte da nur noch irgendwas? Ah, hier. Nein. Falsch. Der ist ziemlich frech. Ja, wenn er kommt, prügelt er mich mit seiner komischen Schaufel kaputt. Dass sich Gegner gegenseitig nicht töten können, das finde ich ein bisschen doof. Das wäre für den auf jeden Fall echt hilfreich gewesen gerade. Ah, ich will mich nicht mit den Boxen. Ich will erstmal hier so ein paar Sachen einsammeln. Oh, guck mal, da geht's runter. Okay, hier war ich schon. Ja. Dampf. Was ist hier denn? Ah, hier war ich doch. Das ist der Eingang. Ai, ai, ai. Oh, ganz ruhig, großer. Hier kann der nicht hoch, ne? Oh, er kommt doch irgendwie. Ja, der soll mich mal versuchen, hier einzufangen. Was ist denn darüber? Stimmt, ich kann ja springen, ne? Wie ging das nochmal? Ich muss das nochmal kurz üben. Stick drücken, ja, okay. Uff, das ist riskant. Oh, wobei. Geht. Okay. Ja. Du bist Ergo-Fragment. Hervorragend. Ich hab's so geahnt. Was wäre es für die gewesen? Ich glaube, das war's hier oben. Ja. Ist hier jetzt nichts, was ich jetzt noch einsammeln müsste. So, jetzt kann die mich um ihn kümmern. Ist sonst kein Gegner mehr da. Alter, ich verliere ganz schön viel, wenn ich runterfalle. Ich nehme mal das hier. So. Guten Tag. Überhitzung. Gut. Der arbeitet, glaube ich, mit Feuer. Von daher ist eine Feuerwaffe nicht so das Beste, glaube ich. Nö, nö, nö. Na. Sheesh. Natürlich. Yeah.
Hat er sich gerade geboostet oder was hat er gemacht? Ich kann das nicht so richtig nachvollziehen. Der tötet mich. Safe. Das ist einfach nur so ein Dulli-Gegner eigentlich. Also ich sag Dulli-Gegner zu Gegnern, die halt keine Bosse sind oder Zwischenbosse oder irgendwas. Wer ist hier der Schaufelmeister, ne? Guck mal, der macht voll viele unaufhaltsame Angriffe. Guck mal, was der aushält. Ja, genau. So einer bist du also. Könnte ein Weilchen dauern. Ich will ihn schlagen, um meine Lebenspunkte wieder zu regenerieren, beziehungsweise dass ich eine Ampulle voll kriege. Komm. Jawohl. Na gut, bin tot. Nee, mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Ich weiß nicht, wie ich den besiegen soll. Ich glaube, ich habe die falsche Waffe dafür. Ich bin davon überzeugt, die Axt dafür ist nicht geeignet. Dann hätte ich nämlich vorgeschlagen, ich nehme hier den da. Den guten alten Elektroknüppel. Damit knüppel ich sie tot. So, jetzt muss ich mir erstmal wieder mein Zeug holen. Mein Zeug! Müsste ich denn jetzt aber eigentlich lang? Das frage ich mich immer noch. Kann es irgendwie nicht relaten. So. Ich glaube, es gab hier irgendwie einen Gang, der mich rund. Da hinten ist ein Gang, der runter geht. Ich glaub, da müsste ich hin. Mir das mal hier lang. Das könnte doch richtig sein, oder? Alarm! Ja, da ist eine Tür und da kann ich wieder einen Kumpel rufen. Hier ist definitiv Bossfight-Alarm. Und es sieht so aus, als würde der Gegner mit Feuer arbeiten. Das heißt, mein Dings bringt mir nichts. Mein treuer Stab hier mit der Feuerklinge. Also ich würde bei der Waffe bleiben, denke ich mal. Mit Elektro mache ich nichts falsch, glaube ich, bei dem Gegner. Aber ich würde nochmal jemanden summon. Zu zweit macht das mit dem Boss irgendwie mehr Fun. Beziehungsweise wenn der ihn ablenkt, dann gucken wir mal. Der Feuer. Feuer, Feuer. Dann der jetzt mit dem Schwert. Richtig großen Knüppel. Wow. Material ist kaputt. Au. Shit, Mann. Überhitzung.
Ich bin tot. Ah, wegen Feuer. Okay. Das mit der Überhitzung ist ein Problem, aber ein Problem, was sich lösen lässt. Wenn ich vorher so eine Ampulle reinschmeiße, die mich vor dem Schaden bewahrt, kann ich das verhindern, dass er mich brutzelt. Überhitzung tritt auf, wenn sich Feuerschaden aufbaut. Sowohl dein Charakter als auch die Monster erleiden erhöhten Feuerschaden und erhalten kontinuierlich Feuerschaden. Ja. Verringert zudem die natürliche LP-Wiederherstellung der Monster. Verringert die Blockregeneration deines Charakters. Je höher dein Feuerwiderstand ist, desto langsamer lädt sich die Überhitzungsanzeige auf. Benutze eine Reinigungsampulle, um Statusleiden zu entfernen. Ja. Ich habe aber, glaube ich, keine mehr. Oder? Also damit kann ich meinen Widerstand erhöhen. Ich muss gerade mal gucken, ob ich noch was habe. Lager. Ich habe eine. Ich habe fünf. Warum habe ich die nicht ausgerüstet? Könnte ich die ja nutzen. Ja, ich habe Sachen. Ja, genau. Ich habe Sachen mit Feuer, aber das bringt mir nichts. Zerrwiderstandsampulle. Schock, Brechen und Störung. Aber das hilft mir schon mal hier, die 5. Warum geht das Todesergo? Beschützt vorübergehend das aktuelle Ergo selbst im Tod. Wieder Sachen zum Werfen. Ja, dann, wenn ich ja noch welche hab, dann rüste ich sie einfach mal aus. So, dann haben wir nämlich noch hier 5 Stück. Dann könnte ich nochmal so ein Zahnrad nutzen und einfach gegen den Kopf werfen. Dann habe ich noch etwas, das meinen Widerstand erhöht. Ja. Gut. Dann versuchen wir nochmal unser Glück. Ich glaube aber, mit dem Elektrostab mache ich nichts falsch bei dem Gegner. Das, ich glaube, der zieht ordentlich bei dem. Ich muss halt nur aufpassen, dass er mich nicht mit seinem komischen Schlag da trifft. Das wäre nämlich nicht so gut. Ich werde aber jetzt einfach mal straight versuchen, an den Gegnern vorbeizurennen. Ihr könnt mich mal! So, jetzt versuchen wir das Ganze nochmal. Der kommt wahrscheinlich nicht. Ja. So halb. Okay. Ich habe so viele von den Dingern, ich nutze die. Was bringt es mir, sie aufzuheben, wenn ich die eh nur vom Boss nutzen kann und sonst gar nicht, dann nutze ich sie lieber. So, jetzt ziehe ich mir davon noch eins rein. So, let's go. Here we go again, motherfucker. Komm her, du dicke Bertha. Da geht er ab. Wow. Das ist ein widerstandsfähiger Bastard. Alter, guck's dir an. Was ist mit dem los? Hm, nicht gut. Mein Kollege ist kaputt. Angriffe zu blocken ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Unfair. Das war unfair. Ich bin gerade aufgestanden, dann schlägt er schon wieder zu. Was soll ich denn machen? Ich kann mich ja nicht mal wehren. Nee, das war ein richtiger Dick-Move. Okay, letzter Try, dann mache ich ihn offscreen. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Ich habe es schon mal erklärt, deswegen. Wie ich hier jetzt das Spiel so behandle, beziehungsweise wie ich mit Bossen umgehe. Wir werden quasi 3 Versuche machen, egal wie lange sie dauern. Wenn ich den Boss aber nicht innerhalb der 3 Versuche schaffe, mache ich ihn offscreen, damit wir nicht irgendwie 45 Minuten lang nur einen Boss versuchen. Das sehe ich nicht. Als ich Elden Ring gespielt habe, war das was anderes, weil ich habe das Spiel komplett im Livestream durchgespielt. Aber bei Lies of P werde ich das nicht tun. So.
dann, ja gut, die Ampulle kann ich mir eigentlich auch sparen. Der greift noch gar nicht mit Feuer an. Wobei, besser. Besser, ich nehme sie vorher. Was kann ich denn noch tun? Mich lieber eine andere Waffe? Über die Axt nehmen? Den hier? I don't know. Bin mir da nicht sicher. Weil mein Schwert hier ist auch nicht so schlecht. Vielleicht sollte ich das mal nehmen. Okay. One more time. Ja, seine Angriffe sind so ein bisschen unpredictable. Das ist halt so das Problem, was ich mit dem Gegner halt habe. Der ist halt... Oh, das war dumm. Der ist halt... Von seinem Angriffsmuster her checke ich ihn halt einfach noch nicht. Das ist sowas... Ich steige gerade noch nicht dahinter, wie der zu machen ist. Kommt das jetzt schon? Hat er seinen Feuerangriff? Das jetzt? Ist es überall? Ja, ist überall. Okay. Hab ich gecarried. Hier geht nämlich die zweite Phase. Mein Buddy ist nämlich schon tot. Der hinterlässt Öl. Das sehe ich erst jetzt. Oh, das könnte ein Problem werden. Okay, das wieder. Nein. Ich hab's geahnt. Ja, steh auf. Nope. Ah, Mann. Das ist doch die reinste Folter, dieser Boss, ey. Ohne Scheiß. Wie knapp ist dieses Zeitfenster? Ey, dieses Ausholen ist so eine rotzige Drecksscheiße. Ohne Witz. Das meint der Boss doch nicht ernst. Was denn jetzt? Ah, das schon wieder. Hey, ich hab ihn doch geheilt. Was willst du von mir? Also von allen Bossen, die ich bisher so bekämpft habe im Laufe des Spiels, ist der schwerste. Also wie gesagt, von den ganzen Bossen bisher. Gut, wir sind bei 24 Minuten. Das, ja, wir müssen die Folge leider ein bisschen überziehen, sonst haben wir halt echt nur den Boss gesehen. Gut, ich werde ihn ausgemachen, dann sehen wir uns gleich wieder. Er ist gefallen, der Drecksack. Oh mein Gott. Dieser Boss ist einfach die Pest. Ich muss mal kurz ein bisschen Licht anmachen, es wird langsam dunkel. Moment. So, 25 Minuten, wir haben den Boss geschafft. Finally. Gott. Aber ich habe mal den einfachsten Trick ausprobiert. Und zwar eine Waffe abgelegt, damit ich nicht mehr so schwer bin. Und siehe da, mein Balken für meine Ausdauer hat sich wesentlich schneller regeneriert, als ich gedacht habe.
Stargazer activated. War das aber sein Butler, dieser große Gegner hier? I'm not sure. Der hat was fallen lassen. Ich würde mal gerne wissen, was. Achso, natürlich hat er ein seltenes Ergo fallen lassen. Ergo der Flamme des Königs. Ergo, das aus der Flamme des Königs Urkur stammt. Es ist von immenser Macht erfüllt. Ein Schatzsucher könnte dieses seltene Ergo brauchen. Für Furko, die einfache Puppe, war es eine heilige Pflicht, das Feuer in der Fabrik zu schützen. Sobald er vom König der Puppen entfuhr, beugte er sich einem neuen Gott. Ah, hier. Leistungsstarker Flammenverstärker. Legionswaffenhauptteil, der zentrale Kern der Flamme des Königs, Furko. Eine Legionswaffe mit immenser Feuerkraft kann mit der Venigni-Werkstattmaschine hergestellt werden. Die Puppe träumte von einem Feuer, das die Armee des Königs erschaffen würde. Am Ende eines verzweifelten Kampfes mit einer jungen Puppe wurde das brennende Feuer des Fanatikers zu törichter Asche. Interesting. Flamme, Schleifstein. Erfüllt vorübergehend Waffen mit Feuer. Ach was? Kann ich jetzt meine Waffen schleifen damit und dass die mit Feuer erfüllt werden? Das ist natürlich geil. Das ist dann wiederum kein Verbrauchsgegenstand mehr wie das hier, ne? Feuerschleifmittel. Das finde ich interessant. Ja, das war's ansonsten. Jetzt habe ich über 8000 Ergo. Wird nochmal ins Hotel gehen. Hotel Krat. Also Venigni scheint auch dort zu sein. Das heißt also, das könnte eventuell sein Diener gewesen sein, sein Butler. Der König des Feuers. So. Stellen wir uns erstmal eine neue Legionswaffe her, wie wir es. Da ist der Butler. Glad to see you made it back in one piece, my friend. Ich kann mich nicht daran erinnern, ihn gesehen zu haben, aber wir quatschen mal mit ihm. Buongiorno, and welcome to the House of Venigni. I am Master Venigni's Major Domo, Pulcinella, at your service, sir. The House of Venigni carries only the finest in luxury merchandise. I believe you'll find all items to be both superior quality and distinguished provenance. I am certain you will be able to find something that suits you, sir. At the House of Venigni, even priceless things have a price. Every item is a treasure of distinguished quality and superior provenance. Ich kann mir eben was kaufen. Ich kann mir eben Kurbeln kaufen. Das ist interessant wiederum. Ausgewogenheitskurbel. Ah ja. Ah, guck mal hier. Elektroblitz-Schleifstein. Erfüllt vorübergehend Waffe mit Elektroblitz. Ein spezieller Schleifstein, der einem Schleifer montiert werden kann. Er kann ausgelöst werden, wenn der Schleifer beim Blocken. Was? Der Schleifer beim Blocken genutzt wird? Da er zerbrechlich ist, kann er nicht. Ah, nicht oft genutzt werden. Achso, ich habe mir den Feuerschleifer nicht durchgelesen, deswegen wusste ich das nicht. Diese aus künstlichen Edelsteinen hergestellte Schleifsteine schärfen Waffen und verleihen ihnen vorübergehend besondere Effekte. Ja, Fähigkeiten. Faserverstärkung. Schrottpanzerung. Gewicht 5,8. Oh, das ist Ausrüstung, die ich mir kaufen kann. Verteidigungsteile. Kostet jeweils 500. Schlag- und Schadensreduzierungsrate 6,6. Durchbohren- und Schadensreduzierungsrate. Hieb- Schadensreduzierungsrate. Gott, für jede einzelne Art gibt es nochmal ein extra Ding. Und hier beim Windows-Logo haben wir alles zusammen. Okay, wo ist denn unser guter Mann? Ah, da ist er. There you are, my boy. Boy. Savior, yes, that's the word. You took back the factory and I cannot thank you enough. Without the factory, no more new puppets.
The army has run out of recruits. My friend, you saved, well, all of us. Ah, but listen to me going on and on about my concerns, and I don't believe I've even introduced myself. Signor Lorenzini Venigni, gentleman, bon vivant, and at the moment, utterly at your service, my friend. If the name Venigni rings no bells, perhaps you've heard of Kratz, Prince of High Society. That is because they are one and the same. Just two of the many names I've collected in my 3 decades here on Earth. While I sincerely believe meeting Venigni is its own reward, I have not rewarded you in the more traditional manner. Please, take this, my newest prototype. It'll be safe with you. It's a grinder stone that keeps granting special attributes to the grinder. I hope you'll put it to good use. Okay, jetzt haben wir das Ding bekommen. Du kannst bei Venigni oder an einem Stargazer einen speziellen Schleifstein auf einem Schleifer ausrüsten. Es gibt verschiedene Arten von speziellen Schleifsteinen, die deinen Waffen unterschiedliche Effekte verleihen. Du kannst den Effekt eines speziellen Schleifsteins nur einmal im Kampf verwenden. Er lädt sich allerdings wieder auf, wenn du einen Stargazer besuchst oder dich dort wiederbelebst. Schleifer-Modifizierungswerkzeug. Interessant, okay, voll geil. Hat er sonst noch was zu erzählen? Then my eyes do not deceive me. I never imagined I'd actually see it again. And in the flesh, so to speak. I just designed it, set it aside, and never got back to it. Genius and acclaim can keep one quite preoccupied, I'm afraid. You are really interested in the arm, I see. Then, my friend, you shall have it. It just needs a few mechanical adjustments to fit your, particular needs. And frankly, this design is almost child's play to me now, so let's start by making it a bit stronger, shall we? I will also add what we brilliant inventors call modularity. That means it will be much easier to improve and repair since you'll be able to use commonly found parts. You might say this arm's new abilities are legion. No? Too much? It was too much. Er hat sich selber gerne reden, habe ich das Gefühl. Okay, okay, passt schon. Wir können uns hier noch seine Ausstellungsstücke ansehen. Hier, das neue Prachtstück. Legionswaffe wechseln, Legionswaffe herstellen, Legionswaffe modifizieren, Legionswaffe herstellen. Da, Flammenberge. Feuerwelle. Deus Ex Machina. Was macht die Waffe? Die legt eine Mine. Pandemonium. Aegis. Das ist ein Schild. Falkenauge. Okay, das sind alle Legionswaffen, die es gibt im Spiel. Wir haben jetzt insgesamt 4 davon. Ah, die muss ich erst noch herstellen. Legionswaffe herstellen. Hier, oder? Damit geht das Ex Machina. Da kann ich ja nicht. Kann ich herstellen. Mit die Reichweite der Feuerangriffe. Soll ich die modifizieren? Ich würde sagen, ja. Du kannst nicht mehr kaufen. Legionswaffe modifizieren. Feuerwelle. Mit der Reichweite von Feuerangriffen. Dafür habe ich jetzt doch dieses Teil bekommen. Ja. Verstärkte Verbrennung. Verstärkt bei einem fortlaufenden Feuerangriff nach einer bestimmten Zeit das Feuer. Flammenexplosionen. Bei einem fortlaufenden Feuerangriff ist der Einsatz einer Feuerexplosion möglich. Ach, krass. So, Legionswaffe wechseln. Nehmen wir die hier.
etwas schwerer. Elektroblitzangriff, Feuerangriff. Entschlossenheit, Fortschritt ist auf A. Legionswaffe voller brennender Flammen. Wenn ihre Mündung offen ist, verbrennt sie die Feinde vor dir. Flammen fügen Menschen mit blauem Blut mehr Schmerzen zu. Es mag daran liegen, dass sie sich daran erinnern, dass sie einmal Menschen waren. Fire! Jawohl, ja. I know my way around a weapon. Hab ich noch Mondsteine? Nee. Kann keine Waffe mehr verbessern. So, was wir jetzt noch machen können, ist nochmal kurz mit Geppetto talken. Leveln werde ich offscreen machen. Da müsst ihr mir nicht unbedingt bei zugucken. Weil, jetzt haben wir ihn befreit, aber jetzt wissen wir nicht, was wir tun müssen, ne? Deswegen talken wir nochmal mit Geppetto. Remember, I didn't design every puppet in Krat. It is not surprising that some puppets broke away from the Grand Covenant. I remember a few ergo puppets behaving according to their own volition before the frenzy. That wasn't our intention. They were never designed to act that way. But if a puppet starts acting on its own, does that mean the puppet has free will? Or is someone else controlling the puppet? Hey, Geppetto hat aber nichts weiter zu sagen. Vielleicht müssen wir mit unserer guten Fee sprechen. Vielleicht weiß die was. Nee, sie weiß auch nichts. Gut. Dann wäre es das erstmal soweit. Dann ist das hier erstmal das Ende von dieser Episode von Lies of P. Ja, wir haben den Flammenboss besiegt, aber mehr ist in dieser Episode leider nicht passiert. Er hat ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen. Aber dafür geht es nächste Woche wieder weiter und wir bestreiten neue Bereiche, gucken uns neue Dinge an und sammeln fleißig weiter Ergo und Waffen und alles, was dazugehört. Ich bin auf jeden Fall ein großer Fan von dem Spiel. Mir gefällt es echt gut. Und mir macht es immer noch weiterhin sehr viel Spaß. Wie gesagt, auch wenn manche Bosskämpfe frustig sind, aber irgendwie schafft man es dann doch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Lies of P. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.